circus afro, circus afro, poke it up, poke it up. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Heute bei der zweiten Folge von Arena Fans TV. Als allererstes, euch ist sicherlich schon aufgefallen, neues Setup, neues Studio, alles neu. Heute auch mit Tontechniker, Cutter, Ideengeber, Background-Kommentator JC. Sag hallo, JC. Hi. Okay, prima. Ein Applaus für ihn. Jawohl, jawohl. Ja, das mit dem Ton üben wir noch, ne? Kommt, kommt, jetzt. Jetzt. Da ist er, dein Applaus. Das müssen wir noch üben, ne? Alles gut. Okay, super. Also, wir haben Sommerloch. Ja, draußen schneit es, wir haben Sommerloch. Woran merkt man es? Naja, irgendein hier Friseur-Verbandsmensch beschwert sich, dass die ganzen Fußballer wohl frisiert auf dem Fußballplatz rennen und das unsolidarisch wäre oder wegen Schwarzarbeit oder sonst was. Mein Gott, hat doch jeder seine Friseuse daheim. Oder ich auch. Schaut an, hier, ich krieg das auch hin, beziehungsweise meine Frau. Das Einzige, was mir fehlt, ist der Barber. Deswegen ist mein Gesicht ein bisschen unstrukturiert. Ne? Aber macht nichts, kriegen wir alles hin. So, die Sportwoche. Die letzte Sportwoche, die war super. Da gab es echt ein paar Überraschungen. Ja, also angefangen natürlich hat das Ganze letzten Freitag, ne? Gladbach gegen Bayern in der Bundesliga. JC, wollen wir drüber reden ein bisschen? Nee, lass mal. Okay, dann reden wir halt nicht darüber, dann reden wir halt über Holstein gegen Bayern, ne? Auch nicht schlecht, ne? Ja, genau, ne? Alles klar. Nein, Spaß beiseite. An wen soll sie gesendet werden? Jetzt kommt auch noch die Siri, die will mitreden, die machen wir mal aus hier. Geht ja gar nicht. Nee, die Sportwoche war wirklich spannend. Es gab da ein paar Ereignisse. Diese ganze Jammerei mit den Bayern und die Verteidigung steht nicht und so weiter. Alles Quatsch, ist nur temporär. Die rappeln sich wieder und am Ende der Saison ist doch auch wieder klar, wie es läuft. Ja, ist doch alles klar. Aber ganz großes Wochenende. Wir hatten die Wildcard-Playoffs in der NFL. Super spannend, super lang. Ich bin dreimal auf der Couch eingeschlafen, morgens um 3. Einfach Wahnsinn. Und geht natürlich jetzt am Wochenende weiter mit den Divisional Playoffs. Ja. Da gibt es ein paar echt geile Spiele. Hier, wir fangen, glaube ich, morgen an, ne? Wenn Rams gegen die Packers. Dann kommen die Chiefs gegen die Browns. Und Sonntag dann das Oldie-Turnier. Die beiden Oldie-Quarterbacks hier, Breeze und Brady, spielen gegeneinander bei den die Saints gegen die Buccaneers im James Raymond Stadium in Tampa. Was übrigens auch der Austragungsort des Super Bowls ist am 7.2. Kommen wir aber gleich noch drauf. Bisschen Partywissen. Breeze und Brady. Die beiden Jungs bringen zusammen 85 Jahre auf die Waagschale. Ne? Also beide über 40, also echt schon Opas. Aber halt echt geile Wurfarme. Immer noch. Ne? Die beiden haben zusammen über 1100 Touchdown-Pässe geworfen. Also schon sehr geil. Ist ein Applaus wert. Genau, habt ihr vollkommen recht. Und zusammen haben die beiden Jungs tatsächlich fast 160.000 Yards geworfen. Also das ist schon echt beeindruckend. Und nicht umsonst wird gerade Tom Brady the GOAT genannt, ne? The greatest of all time. Also American Football. Aber wir haben noch was anderes. Die Handball-WM hat angefangen in Ägypten vor 2 Tagen. Und heute Abend greifen unsere Jungs ins Geschehen ein gegen Uruguay. Wir drücken die Daumen, auch wenn es im Hotel ein bisschen... Jawohl, genau. Wir drücken die Daumen, auch wenn es im Hotel anscheinend ein bisschen Unstimmung gab und, ja, keine Ahnung, wegen Corona-Maßnahmen, die nicht so umgesetzt worden sind. Aber lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, macht einfach was. Ansonsten, heute steht, glaube ich, an Viktoria Köln gegen Tügelschü München zu Hause bei der Viktoria. Kommen wir aber gleich noch drauf im Detail. Ansonsten gibt es ein paar andere spannende Sachen international. Wir haben Stadtderby in Rom, ne? Lazio gegen AS, ist ganz nett, ist auch so ein Thema. Die Eishockey-Bundesliga, also die Penny DEL, spielt heute. Im Norden ist Wolfsburg gegen Iserlohn, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und im Süden die Panther aus Augsburg gegen ERC Ingolstadt. Alles jetzt nicht so die Kracherspiele, ne? Aber trotzdem ganz, ganz wichtig. Die anderen Mannschaften greifen dann morgen und am Sonntag ins Geschehen mit ein. Am Sonntag gibt es auch einen Kracher, zumindest auf dem Papier, in der Premier League. Na, Liverpool spielt gegen Manchester United. Also auch ein HIQ. Also Sportwochenende ist gesichert. Ja, wir haben wirklich alles auf dem Schläger. Nur kurze Seitenbemerkung. Meine Siri hier rekordet gerade alles mit. Ich weiß gar nicht, was sie hier macht. Muss ich dann irgendwann mal ausschalten. So, alles klar. Der App.
Arena-Fans. Arena-Fans, die App für den gepflegten Stadionbesuch. Die ist im Store. Ja, wir haben es endlich geschafft. Ja, komm. Ja. Dankeschön. Die App ist im Store. Im Apple Store. Gleich für alle, die rumbauen. Apple Store. Der Android Store, also der Google Play Store, kommt Ende März. So. Wir haben gerade eben nochmal ein Versionsupdate reingespielt. Ja, ein bisschen Änderungen am Stadionfinder gemacht. So, deutsche Umlauterkennung endlich aktiviert. Ole, ole. Alles gut. Also von daher sind wir total happy. Läuft alles. So, und um euch die App ein bisschen näher zu bringen, wollen wir auch einen Anreiz schaffen. Ladet euch also die App runter. Also momentan erstmal die Apple-User. Und wir haben ein kleines Gewinnspiel. Das machen wir jede Woche jetzt hier bei ArenaFans TV. Ist ganz einfach. Wir haben auf der großen Landkarte aller Stadien, die meisten sind momentan natürlich in Deutschland erstmal, wir starten in Deutschland, gibt es eine Fake-Arena. Ja, Fake-Arena heißt, wir haben uns irgendeine Längen- und Breitengrad ausgesucht in Deutschland, haben da eine Fake-Arena reingesetzt. Die gibt es gar nicht. Das kann eine Eigentumswohnung sein, das kann ein Gräbergarten sein, das kann ein Weiher sein, ein Baum im Wald, egal. So, und die dürft ihr suchen, auf dem Stadionfinder finden. Wenn ihr die gefunden habt, geht in die Kommentare, hinterlasst einen Kommentar. So, die ersten drei Kommentare, die hinterlassen werden, die kriegen einen Preis. So, lass uns mal kurz gucken. Limitierte Auflage, ein Aufkleber vom Logo Arena Fans. Das ist geil. Das kriegen die ersten drei, die hier Kommentare hinterlassen. Und der geilste Preis ist übrigens der Erstplatzierte. Der Erstplatzierte kam im Arena Fans Team für die nächste Sendung, die nächste Fake-Arena definieren, ne? Das ist doch geil, ne? Also wenn das nichts ist, ne? Also von daher, für Animation ist gesorgt. Ladet euch die App runter, tut uns einen Gefallen, benutzt sie, gebt uns Feedback, es gibt eine Feedback-Funktion in der App, kommentiert, bewertet auch alte Stadionbesuche. Wir wissen, dank Corona sind momentan die Stadionbesuche ein bisschen limitiert. Ja, also bei uns ist das ja sehr restriktiv. In den USA sehen wir natürlich in manchen Footballstadien, da sind schon Zuschauer drin, bei manchen nicht, das hängt auch ab vom Bundesland dort, aber macht nichts. Also wir kommen alle wieder, und außerdem, jeder kann ja seine Groundhopper anlegen, das heißt, er kann ehemalige Stadionbesuche ja auch hinterlegen und bewerten, ne? Also dazu dann auch gleich. So, heutige Show hat ein Motto. Ja, also Motto heißt in dem Sinne, wir suchen uns irgendeine Stadt raus und besprechen so ein bisschen im Groben ein paar Sportstätten aus der Stadt. Und ich weiß nicht, ob er es schon gemerkt hat, aber es gibt so ein paar Sachen, die darauf hindeuten, um welche Stadt es sich heute handelt. Ja, also, ich gebe euch mal 2 Sekunden, während ich was trinke. Ne? Geiler Kaffee, schwarz. Ja, genau, Köln. Viva Colonia. Wir gehen heute mal nach Köln. Ja, sowas. Immerwiga Trikot. Ne? Immerwiga war eine nette Aktion mit Spendentickets der Kölner Haie. Und man hat also 10 Euro spenden können. Geile Aktion für ein Ticket. Und bei 100.000 verkauften Tickets hat Lukas Podolski, Poldi persönlich, gesagt, er geht aufs Eis. Hast du ihn schon gesehen, JC? Nein. Ich auch nicht. Ja, also Lukas, wo bist du? Mensch, hallo, extra wegen dir 10 Euro bezahlt für die Kölner Haie. Komm, und noch ein Trigger gekauft hier, also T-Shirt. Ne? Also bitte. Also Köln. Köln hat ja sportlich doch echt einiges zu bieten. Also muss man wirklich sagen, ja, und da will ich auch gleich mal in die App gehen, weil wir haben einen User in der App, der hat wirklich gute Kommentare hinterlassen, und dann gehen wir mal einfach mal kurz auf die App, also auf mein Admin-Tool, weil ich habe ja jetzt hier kein Handy in der Hand, weil die App gibt es nur fürs Handy. Fangen wir mal an hier, Müngersdorfer Stadion, ne? Also altehrwürdig, heute heißt das Ding, ne? Muss ich lesen, Rhein-Energiestadion, wer spielt da? Home of the 1. FC Köln. Und hier der User Manu, großer FC-Fan, hat hier eine Beschreibung abgegeben für das Stadion. Ja, also das Essen kann man essen, es schmeckt. Getränke sind halt das Übliche, aber wenn das Stadion bei Fußballspielen voll ist und alle hinrennen, ist es halt eine Katastrophe, ja, wie bei so vielen halt, ne? Da braucht man manchmal länger als die Pause, bis man was hat. Kenne ich, habe ich auch schon gehabt, ne? Stehst draußen an der Würstelbude und drin fällt's Tor. Super, ne? Da braucht man manchmal länger als die Pause, habe ich schon vorgelesen. Schnell ist anders, da braucht man erst Zeit. Deswegen nur 3 Sterne fürs Essen und Service, aber vielleicht gehen die Service Points auch einfach nicht mehr her, um alle Zuschauer schnell abzuarbeiten. Kann man ja verstehen. Kann man aber auch ändern, ne? Also mal an die Stadionbetreiber, ne? Also ein bisschen mehr auf die Fans achten. Ich will jedes Tor mitkriegen, ne? So, beim Essen geht es meistens was schneller, da ist der Andrang auch meistens nicht so stark. Empfang, WLAN und so weiter, je nachdem, wo man sitzt oder steht, eine Katastrophe.
In den Betonklotz. WLAN hat er selber gesagt, hat er noch gar nicht getestet, wenn es überhaupt eins gibt. So, das war also das Müngersdorfer Stadion vom FC. Was haben wir noch in Köln? Köln hat weiterhin ein bisschen was zu bieten. Da gibt es noch was. Eishockey, hier. Wo spielen die Haie? Die Haie spielen in der Lanxess Arena, wie sie heute heißt. Früher einfach nur Köln Arena, jawohl. Eigentlich eine Multifunktionsarena. Ja, also da wurde zeitlang auch Basketball gespielt. Handball, Frau Gummersbach hat, glaube ich, auch mal eine Zeit lang da gespielt. Wegen Stadionausweich oder Hallenausweich und so weiter. Aber auch der Pavarotti, ne, hier. Hat er gespielt, aber auch Britney, ne? Hit me baby one more time. Jawohl, wie beim Eishockey, genau. Hier hat hier unser User Manu eine schöne Beschreibung abgegeben. Ne? Ich lese mal kurz vor. Ne? Also Essen und Getränke sind okay, hängt von der Schnelligkeit der Bedienung ab und die Läden schließen zu früh. So, deswegen 4 Sterne. Service allgemein ist auch okay. Ja gut, schließen zu früh. Die machen auch zu spät auf. Ach so, hallo. Zu spät auf und später komme und früher gehe. Aha, okay, alles klar. Wie auf dem Amt, ne? Alles klar, gut. So, also ich muss ja aufpassen. So, guter Punkt, ne? Also mein ist ja wichtig, ne? Das musst du einfach berücksichtigen, ne? Also ich war ja mal im Fenway Park, ne? Bei den Red Sox in Boston. Das ist heute nicht das Thema. Immer mal andermal, ne? Da kann ich auch was zu erzählen. So, hängt auch von dem Event ab. Also Internet ist voll okay. Also je nachdem, wo man sitzt, rennt man sich doof, um wieder an seinen Platz zu kommen. Und jetzt kommt der beste Teil. Hab auch das Gefühl, es gibt nur einen Raucherbereich. Denn auch dahin sind es gefühlte Kilometer, die man läuft. Ja, Manu, mein Gott. Die achten auf deine Gesundheit. Da bewegst dich mal ein bisschen, ne? Alte Rauchbratze, ne? Alles klar. Danke für deine Bewertung. Super Sache. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war jetzt also ihr Müngersdorf, also Rhein-Energiestadion, Lanxess Arena. Aber wir haben natürlich noch mehr in Köln. Köln hat noch mehr zu bieten. Beispielsweise Viktoria Köln. Viktoria Köln spielt wo? Auf der rechten Rheinseite. Ne? Also im Sportpark Höhenberg. Aber in dem Stadion Höhenberg wird ja nicht nur Fußball gespielt, sondern auch American Football. Da spielen die Cologne Crocodiles. So meine Information. Wenn ich irgendwas Falsches erzähle, schreibt einfach ein Feedback an arenafanstv@freejguys.com. Dann nehmen wir das auf. Ihr wollt andere Informationen hören, andere Städte übrigens mal besprochen haben, sagt uns Bescheid, nehmen wir gerne mit auf, können wir alles machen. Es gibt noch ein Fußballstadion, ein kleineres, das Südstadion, da spielt SC Fortuna, ja, und es gibt sogar ein Radstadion, ne? Das heißt irgendwie Radstadion Köln, heißt aber irgendwie auch die Albert-Richter-Bahn. Albert-Richter-Bahn, in den 40er Jahren ein erfolgreicher Radrennfahrer. In Köln. So, also Köln hat echt einiges zu bieten, sportlich, also was Arenen angeht. Also es wird für jeden was geboten. Und da kommt man ganz gut bei. Ne, Basketball wird auch gespielt bei den Rheinstars Köln. Ne, also ist nett. Kann man machen, sollte man tun. Wenn wir jetzt mal auf einen Verein, ich habe es schon angesprochen, kurz eingehen. Also heute Abend spielt ja Viktoria gegen Türkgücü München zu Hause, ne, im Sportpark Höhenberg. Und wenn wir mal kurz Viktoria mal kurz beleuchten, ne? Also die sind ja noch gar nicht so alt. Ne? Gegründet ist Viktoria Köln 1957, aber das ist ja so Verbindung, also Neudeutsch Merger, ne? Aus verschiedenen Vereinen. Man wollte einfach einen Gegenpol schaffen, wenn ich es richtig verstanden habe, gegen den FC. Der Lokalrivale, Lokalmatador, Platzhirsch, die super dominant sind in Köln im Fußball. Und man wollte einfach einen Gegenpol schaffen. Dann gab es einen Merger von verschiedenen Vereinen, Namen habe ich vergessen. Ja, aber hat trotzdem halt somit eine ganz große Geschichte und spielt durchaus eine Rolle im deutschen Fußball. Viktoria Köln hat sich auch für die neu gegründete Bundesliga damals beworben, ist aber abgelehnt worden. Der FC ist angenommen worden. Also gut, so what? Nichtsdestotrotz, es gibt ein paar große Namen, die in Verbindung gebracht werden können mit Viktoria. Wer kennt ihn nicht? Manche sagen ja, weltweit der beste Trainer in den 70er Jahren, Hennes Weisweiler. In den 70er Jahren ja Trainer bei Gladbach, ne? Wie jeder weiß natürlich, ne? Von uns alten Säcken. Der war von 58 bis 64 tatsächlich Trainer bei Viktoria. Also, ein großes Gewächs aus Viktoria, aber auch Erich Ribbeck hat bei Viktoria Fußball gespielt. Ne? Also muss man auch sagen, ne? Also wirklich Respekt. Ne? Also dritte Liga heute. Ich persönlich finde ja auch mit einer der spannendsten Ligen, die dritte Liga. Tolle Atmosphäre in den Stadien dort auch. Also
vor Corona. Nach Corona wird es auch wieder sein. Ne? Also von daher, das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt hake ich mal hier mein Storyboard ab. Sommerloch haben wir. Sportwoche haben wir. News-App haben wir auch. Köln haben wir. Victoria haben wir besprochen. Ah ja, genau. Events. Ich will ein paar Events von uns aufmerksam machen, die uns jetzt anfangen zu verfolgen. Uns gibt es auf Facebook, Instagram, YouTube, da seid ihr gerade, Twitter und Twitch. Ja, also auf allen. Danke. Wir senden auf allen Kanälen. Das heißt, uns kann man eigentlich nicht übersehen. Ja, also, aber ist für jeden Social Media Geschmack was dabei. Twitch ist ein bisschen besonders. Bei Twitch machen wir Livestream. Livestream, ja klar, ist ja Livestream-Plattform. Okay, gut. Das ist so, wir schauen sowieso viel Sport hier, gerade der JC und ich. Wir schauen eh viel Sport. Und warum übertragen wir das nicht einfach? Da gibt es relativ wenig Struktur drin, also auf unserer Seite. Wir stellen halt die Kamera auf und sabbeln halt zum Sport und machen halt ein bisschen, trinken halt live. Und das richtige große Event, mit dem wir eigentlich offiziell den Twitch-Kanal starten, ist, wer glaubt's? 7.2. Super Bowl im James Raymond Stadium in Tampa. Right? Genau. Sehr gut. Ja. Ja, perfekt. Ab wann wir da senden? Keine Ahnung. Ab 11, ab 11:30. Ich weiß es nicht. Das Spiel wird offiziell um 12 angestoßen. Ich denke mal, um 2 liege ich auf der Couch und ihr könnt mir live beim Schlafen zuschauen. Schnarchen. Wie auch immer. Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, JC und ich werden das live begleiten. Von daher, das ist das nächste kommende Highlight. Eine kurze Frage an JC. Wir wollten ja auch noch bei Twitch mal Lego livestreamen. Was machen da die Vorbereitung? Können wir jederzeit starten. Also. Ja, haben wir eine Kamera, die wir so von oben drauf gucken können? Alles. Ja, okay, alles klar. Also das ist so eine Sache, die haben wir uns vorgenommen. Wir wollen einfach mal spaßeshalber in irgendeine Heimarena gehen und live Lego puzzeln. Ja, also, einfach so Zeitvertreib abends, keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr von uns hören wollt, was ihr sehen wollt, dann schickt es uns bitte. Also arenafanstv@freejguys.com. Arenafanstv, wie im Header steht, @free, also 3jgus.com. Das ist der Name der Firma, die hinter uns steht, die Free J Guys GmbH. Da könnt ihr Feedback geben, Anregungen geben, Wünsche äußern, was ihr gerne haben wollt, hören wollt, sehen wollt. Das ist so das Thema. Also Live-Lego finde ich eigentlich ganz geil. Wir werden mit einem kleinen Set anfangen, weil ich glaube, der große Millennium Falcon 8000 Steine UCS-Set, das wird dann ein bisschen langatmig. Und wenn ihr einschlafen wollt, ich glaube, dann puzzeln wir mal lieber live. Ne? Da habt ihr auch mehr davon, ne? Statt Lagerfeuer. Gut, ansonsten fällt mir jetzt eigentlich heute jetzt gar nicht mehr so viel ein dazu. Es hat riesig Spaß gemacht. Das war eigentlich nur der Test-Take jetzt. Jetzt haben wir eigentlich einfach weitergebabbelt. Aber es lief ja trotzdem ganz gut. Also Twitch haben wir, Super Bowl, Live Lego haben wir. Genau. Und möchte mich bei allen Usern, die schon runtergeladen haben, bedanken. Bei allen Freunden und Kollegen bedanken, die uns schon geliked haben. Die uns auf ihren Social-Media-Accounts gepostet haben, weitergeleitet haben. Und ich würde einfach sagen, schönes Wochenende euch, habt viel Spaß beim Sport und schaltet nächste Woche Freitag wieder ein, wenn es heißt Arena Fans TV Take 3. Dankeschön, adios. Servus, danke.